Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ein weiteres Osterei und zwar dieses Mal von Beauty Love. Das sieht auch richtig schön aus. Hier sind 10 Produkte mit einem Wert von 169 Euro drin. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, was das genau für Produkte sind und ihr auch was Schönes gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, dann schauen wir uns erstmal das Ei an. Das sieht richtig cool aus. Happy Easter steht vorne drauf. Auf der Rückseite Beauty Love. Hier sind 10 Produkte drin aus ganz unterschiedlichen Kategorien. Da ist auch was zum Snacken mit dabei. Da ist Make-up mit dabei, Pflege. Also wirklich das volle Programm. Der Gesamtwert ist 169 Euro. Und ihr bekommt das Ei bereits für 35,95 Euro mit meinem Code FRANKA10. Denn da könnt ihr 10% sparen und dann zahlt ihr anstatt 39,95 nur 35,95. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, über der vierfache Wert. Ich zeige euch jetzt gleich ganz genau, was da drin ist und dann könnt ihr entscheiden, ob das was für euch ist. Und am Ende des Videos verrate ich euch auch etwas zur Verlosung. Schaut mal, ihr Lieben, wenn man den Deckel öffnet, seht ihr schon direkt, was uns erwartet. Es ist eine bunte Mischung aus Schokolade, Make-up, Duft ist auch mit dabei. Ich werde natürlich alles für euch ausprobieren und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und ich starte direkt mit zwei absoluten Kracherprodukten, denn wir haben hier zwei tolle Lippenprodukte dabei, die super aufeinander abgestimmt sind. Einmal einen Lip Liner von Jean Darcel. Der hat einen Wert von 12 Euro, kommt in der Farbe 02 Nude. Das ist so ein Automatik-Liner und jeder bekommt diese Farbe. Und das ist ein absolut perfekter, rosiger Nude-Ton, der wahrscheinlich ganz vielen von euch stehen wird. Ich trage die Farbe gerade. Ich blende euch mal ein, wie ich mir das aufgetragen habe. Das ging super easy, gleitet schön über die Lippen und das ist die perfekte Alltagsfarbe oder auch in Kombination mit Smoky Eyes. Also die geht eigentlich immer. Und dazu haben wir einen passenden Lippenstift, allerdings von einer anderen Marke, nämlich von der Marke Oolac. Das ist der Central Glow Rich Cream Lipstick und ich trage ihn gerade. Was soll ich sagen? Ich finde den richtig toll. Der ist angenehm vom Auftrag her, ist nicht so glowy, wie der Name vermuten lässt, sondern eher matt, aber nicht so trocken matt, so totmatt. Ich trage den jetzt bestimmt schon seit 2 Stunden. Ich habe zwischendurch Kaffee getrunken, Wasser getrunken. Das soll kein langanhaltender, kussfester Lippenstift sein, aber dafür hält er trotzdem sehr, sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Und vor allen Dingen ist die Kombination einfach Bombe. Noch dazu sieht er total süß aus. Schaut mal dieses Packaging an. Und auch der Lippenstift selbst ist total schön designt. Hier oben drauf war auch noch Oolac eingraviert. Das fand ich total süß. Mal schauen, ob ich das noch finde. Dann kann ich euch das einblenden. Also der fühlt sich total hochwertig an, ist auch so ein bisschen schwerer. Ich finde immer, wenn solche Produkte ein bisschen Gewicht haben, dass sie sich einfach wertiger anfühlen, als wenn das so leicht sich anfühlt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen finde ich schön, dass man es direkt gut in Kombination nutzen kann. Dann machen wir direkt weiter mit Wimperntusche. Ich glaube, das war schon ein Teaser-Produkt, was man auf der Seite sehen konnte. Man konnte 3 Produkte schon sehen, aber nicht alle. Und zwar von Anastasia Beverly Hills eine Lash Sculpt Mascara Wimperntusche im Wert von 30 Euro. Ein Originalprodukt. Auch die habe ich mir schon aufgetragen, damit ihr euch einfach direkt mal ein Bild machen könnt, wie die performt. Und ich muss sagen, was mir sehr gut daran gefallen hat, ist das Bürstchen. Denn viele neue Bürstchen tun unglaublich weh, zumindest mir. Ich habe einen sehr empfindlichen Wimpernrand. Und die ist super angenehm gewesen. Also da könnt ihr wirklich so diese Wiggle-Technik machen, dass ihr sehr nah an den Wimpernrand rangeht und dann einfach so ein bisschen hin und her schiebt, damit ihr einfach mehr Volumen und Dichte am Ansatz bekommt. Das ist für mich auch super wichtig. Und dadurch wirkt der Ansatz der Wimpern auch einfach verstärkt, wenn er so dunkel ist. Also das fand ich super angenehm. Sie ist total solide, macht jetzt nicht so mega lange Wimpern. Aber ich muss sagen, ich habe auch nicht so viel Material, mit dem man da arbeiten kann. Ich habe relativ wenige spärliche Wimpern, die auch nicht so super lang sind. Ich brauche immer ein bisschen, mich an eine neue Wimperntusche zu gewöhnen. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Vor allen Dingen fand ich es halt so schön, dass ich damit sehr leicht arbeiten kann. Dann machen wir direkt mal mit dem Duft weiter, weil da bin ich total gespannt drauf. Und ihr wisst ja, ich liebe es, wenn Düfte in Beautyboxen drin sind, weil ich einfach unglaublich gern was Neues teste. Dieser Duft heißt Blush, ist von der Marke Kappa. Und ich muss sagen, Kappa hat ziemlich coole Düfte. Ich habe da jetzt einiges kennengelernt, bin jetzt gespannt, wie der riecht.
Das ist übrigens ein Eau de Parfum mit 40 Milliliter. Ich schaue gleich mal, was da für Noten drin sein sollen. Ich rieche aber erstmal blind, ohne Infos, einfach um euch so meinen ersten Eindruck zu schildern. Das riecht auf jeden Fall ein bisschen fruchtig. Das rieche ich schon raus. Oh ja, super fruchtig. Och, das ist voll angenehm. Eine ganz schöne, spritzige, fruchtige Note. Aber nicht zitrisch, sondern eher in so eine Pfirsich-Richtung. Pfirsich, Wassermelone, Kiwi. Sowas in diese Richtung rieche ich irgendwie. Aber das ist voll mein Vibe. Das ist richtig cool für den Frühling. Also wirklich ein perfekter Duft für den Frühling. Oh ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich lese euch mal vor, was sie dazu schreiben. Ehrlich gesagt finde ich den Duft gar nicht in der Beschreibung von dem Heft. Deswegen google ich jetzt einfach mal danach. Also keine Ahnung, ob das tatsächlich immer drin ist. Ich werde auf jeden Fall mal nachfragen und euch das dann reinschreiben. Weil in dem Heft ist er tatsächlich nicht abgebildet. Ja, ich sag mal so, ich war gar nicht schlecht. Ich habe jetzt mal bei Parfumo geschaut. Da stehen nämlich mehr Duftnoten. Und die Kopfnote soll Grapefruit, Birne, rosa Pfeffer sein. Okay, ich habe jetzt irgendwie Kiwi, Beeren und sonst was gesagt, aber einfach sowas Spritziges, so ein spritziges Obst, sowas in die Richtung. Jetzt, wo ich es weiß, rieche ich ehrlich gesagt auch die Birne leicht raus. Den rosa Pfeffer... ja, könnte man auch ein bisschen wahrnehmen. In der Herznote haben wir Maiglöckchen, schwarze Johannisbeere. Und ich glaube, das ist das, was ich auch sofort gerochen habe. Irgendwie so ein spritziges Obst. Jasmin und Rose. In der Basis Moschus, Sandelholz, Vanille, Tonkabohne und Patchouli. Das soll das Ganze auch so ein bisschen würzig und warm machen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Mischung. Gefällt mir. Könnt ihr in der Drogerie auch kaufen, bei Rossmann oder DM. Hat meistens so einen Wert von 12 bis 15 Euro. Kommt immer so ein bisschen auf den Laden drauf an. Ich finde es richtig schön, dass das im Osterei gelandet ist. Die Beschreibung hört sich auch gut an. Nachdem die Früchte und Blüten sich sehr schnell verzogen haben, sorgen Vanille, Tonkabohne und Sandelholz für eine leckere, schokoladige Basis. Okay, das hört sich doch gut an. Süße Birne, leicht saure Johannisbeere, frisch putrige Rose und sauberer Jasmin mit etwas leicht holzigen, warmer Vanille. Nicht übel. Das sind so die Rezensionen aus Parfumo. Hört sich für mich gut an. Ich finde, er riecht auch wirklich ganz, ganz angenehm. Ist wirklich ein richtig schöner Frühlingsduft. Dann haben wir zwei Produkte für die Haare und zwar von Ahuhu. Ein Paradise Length Shampoo und Conditioner mit Reismilch. Das ist eine Repair-Pflege für langes Haar mit Paradiesnussöl und Reismilch. Das hört sich super an. Vor allen Dingen finde ich schön, dass sie ein passendes Shampoo und einen passenden Conditioner reingepackt haben. Das hat jeweils 50 Milliliter, 98% natürlichen Ursprungs, 0% Mikroplastik und Mineralöle und Silikone. Das werde ich bestimmt mal ausprobieren, gerade jetzt für meine längeren Haare wahrscheinlich die ideale Pflege. Dann habe ich gerade in dem Heft gesehen, dass wir von Avant drei unterschiedliche Produkte drin haben können. Ich habe jetzt hier die Harmonious Rose Quartz Revitalizing Firming Mask drin. Also eine straffende Maske mit Rose. Das hört sich für mich ganz interessant an. Straffung kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Werde ich gerne mal ausprobieren. Da soll man einfach so eine dünne Schicht auf die trockene, gereinigte Haut auftragen. Dann einziehen lassen. Braucht man nicht abwaschen. Kann man einfach drauf lassen. Das finde ich super, wenn man das nicht abwaschen braucht. Dann hat man einfach eine tolle Pflege. Gerade so für abends mag ich solche Masken total gerne. Hier ist auch noch Avocadoöl drin, Süßmandelöl, Hyaluronsäure und auch Rosenquarz. Also es könnte allerdings auch sein, dass ihr den Pro Perfecting Collagen Primer drin habt. Der ist richtig gut. Den habe ich jetzt schon einmal aufgebraucht und habe ihn auch wieder in Verwendung. Das ist ein richtig toller Primer unter Make-up, weil der super Feuchtigkeit spendet und perfekt mit Make-up harmoniert. Also ich fand den große Klasse. Oder ihr könntet auch das Pink Orchid Overnight Serum drin haben. Also einfach ein Serum für die Nacht. Die Produkte haben jeweils einen Wert zwischen 82 und 107 Euro. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe jetzt diese Rosenquarzmaske drin und werde die sehr gerne testen. Dann habe ich noch ein Make-up-Produkt gefunden und zwar von NYX, den Jumbo Eye Pencil. Ich habe den hier in der Farbe 608 Cottage Cheese, also Hüttenkäse, oder? Ich habe aber gelesen, den gibt es in drei unterschiedlichen Farben. Ich werde den einfach mal swatchen und dann schauen wir uns den mal an. Ist so ein eisiger Silberton. Ich glaube, der eignet sich doch perfekt so für den inneren Augenwinkel. Also dafür würde ich das jetzt verwenden. Ja, und dafür ist es natürlich super. Also das könnt ihr als Lidschattenstift nehmen oder auch als Liner, als dickeren. Das ist kein Problem. Ich finde solche Stifte immer ganz gut für den inneren Augenwinkel.
oder auch für unter der Augenbraue, um das Ganze so ein bisschen zu highlighten. Natürlich nicht so extrem, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern müsst ihr ein bisschen verblenden. Dafür finde ich den richtig gut. Ich weiß nur nicht, ob man den spitzen kann, wie das funktioniert. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob das geht oder ob man den hochdrehen kann. Kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich hier noch ein richtig spannendes Produkt von M. Asam drin. Und zwar Magic Care nennt sich das. Ein Expression Control Serum. Also, dass wir quasi unsere Mimik ein bisschen kontrollieren können, beziehungsweise die Falten, die daraus entstehen. So hört sich das irgendwie für mich an, wie so ein kleines Wunderserum. Ich lese euch mal vor, was es können soll. Die perfekte Vorbereitung für die Osterfeiertage. Das Expression Control Serum von M. Asam ist die magische Lösung für glatte, erholt aussehende Haut. Dank der geballten Power von 2 Anti-Mimik-Peptiden werden deine Falten nach regelmäßiger Anwendung weniger sichtbar und du strahlst förmlich vor Frische dank der feuchtigkeitsspendenden Hyaluronsäure. Der spezielle Kanülapplikator macht die Anwendung zum Kinderspiel. Einfach gezielt auf die Mimikzonen auftragen, sanft einmassieren, et voilà. Aber denk daran, Augenkontakt vermeiden. Also ist das kein Serum für die Augenfältchen, sondern eher hier so für die Smile Lines, würde ich mal sagen. Okay, das werde ich demnächst mal testen. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. So schaut das aus. Einfach dann gezielt darauf geben, ein bisschen einmassieren. Und nach mehrerer Anwendung soll das anscheinend so ein bisschen vorbeugend sein oder dagegen wirken. Also das finde ich, hört sich sehr spannend an. Ich werde das vielleicht mal auf Instagram ausprobieren. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Leckereien. Und zwar haben wir einen richtig leckeren Snack beziehungsweise eine Süßigkeit, die ich als Kind total geliebt habe. Und zwar ist die Rede von Amicelli. Das sind solche ganz dünnen Waffelröllchen umhüllt mit Schokolade. Das schmeckt so gut. Also ich habe die immer total gefeiert. Das sieht einfach auch schon so appetitlich aus. Und da bekommt ihr eine Originalverpackung in dem Osterei. Ich finde, das ist wirklich perfekt zur Osterzeit. Und für all diejenigen unter euch, die lieber selber backen wollen, gibt's eine tolle Gewürzmischung von Just Spices. Und ich bin ja ein riesen Just Spices-Fan. Ich habe die Schubladen voll mit Gewürzen von denen, aber das habe ich noch nicht. Und zwar ist das ein Carrot Cake Mix. Und in dem Heft, habe ich gesehen, gibt's auch noch eine Anleitung für einen Carrot Cake. Und das ist auch einer meiner liebsten Kuchen, weil das so schön saftig ist. Ich liebe Karottenkuchen, muss ich echt sagen. Und ich werde bestimmt mal so ein Rezept nachmachen und dieses Gewürz verwenden. Hier ist Ceylon-Zimt drin, Karottenraspel, Orangenschale gemahlen, Nelke, Meersalz, Vanille, Zitronenmyrte. Richtig cool und vor allen Dingen finde ich auch toll, dass die hier Ceylon-Zimt drin haben, weil der ist wesentlich gesünder als der Cassia, den man ja normalerweise in vielen günstigen Gewürzmischungen drin hat oder den man auch so zu kaufen bekommt. Achtet mal darauf, wo überall Cassia-Zimt drin ist. Wenn nämlich nichts draufsteht, ist es meistens dieser Cassia-Zimt und hier ist jetzt aber Ceylon-Zimt drin. Das finde ich richtig gut. Könnt ihr ja mal googeln, wo der Vorteil ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Gewürzmischung und werde sehr gerne einen Kuchen damit backen. So, ihr Lieben, das war's mit meinem Unboxing. Ich fand dieses Osterei richtig gelungen. Wir haben so eine schöne Mischung drin. Gerade mit dieser Gewürzmischung für einen Karottenkuchen, super passend für Ostern. Amicelli liebe ich. Dann haben wir Shampoo und Spülung zum Testen mit dabei. Die Lippenprodukte, die haben jetzt so gut funktioniert. Vor allen Dingen, dass das so lange hält und so schön ausschaut. Bin ich wirklich begeistert. Dann haben wir einen neuen Duft mit dabei, der auch richtig passend ist für den Frühling. Und noch eine Menge Hautpflege und Wimperntusche zum Ausprobieren. Also wenn ihr Interesse habt, euch das Ei zu kaufen, nutzt den Code FRANKA10, dann bekommt ihr das für unter 36 Euro anstatt 39,95. Den Link packe ich euch in die Infobox rein. Eignet sich perfekt, um anderen eine Freude zu machen oder sich auch selbst zu beschenken. Und apropos beschenken, ich habe euch ja versprochen, es gibt auch eine Verlosung. Leider weiß ich nicht ganz genau, ob ich noch ein Ei zum Verlosen bekomme. Deswegen verlose ich euch auf jeden Fall eine Mystery Beauty Box, quasi eine Surprise-Osterüberraschung an einen von euch in diesem Osterei. Das werden dann aber andere gemischte Make-up- und Hautpflegeprodukte sein. Da könnt ihr euch einfach ein bisschen überraschen lassen. Und für den Fall, dass die mir doch noch ein Ei schicken, dann wird die Überraschung eben das Ei sein. Also nur, damit ihr da Bescheid wisst. Und wenn ihr dran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Osterei und schon wandert ihr in den Lostopf. Schreibt mir gerne mal, wie euch das Ei gefallen hat. Und wenn ihr es euch kaufen wollt, dann seid schnell, denn es ist schon fast ausverkauft und ich hoffe, es gibt noch welche, wenn ich euch das Video hochlade. Nutzt den Code FRANKA10 für 10% Rabatt und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hier gibt es 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren.
Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.